So, herzlich willkommen, meine Krieger und Kriegerinnen, zurück zu The Elder Scrolls IV Oblivion. Schön, dass ihr wieder einschaltet. Wir lesen gerade das Buch Heilige Zeugen. Gorming argumentierte, dass es niemals eine Mutter der Nacht gegeben habe, zumindest keine menschliche. Die Mutter der Nacht war Mephala selbst, die von der Bruderschaft unmittelbar nach Sithis verehrt wurde. Ich vermute, es gibt keine Möglichkeit, es jemals wirklich zu wissen, sagte ich in diplomatischem Ton. Natürlich gibt es die, flüsterte Gorming grinsend. Ihr könntet mit dem Typen im Umhang dort in der Ecke reden. Ich hatte den Mann nicht bemerkt, der für sich allein saß. Die Augen von seinem Umhang verborgen und zu diesem schäbigen Ort zu gehören, schienen wie die rauen Steine und der ungepflegte Fußboden. Ich wandte mich Ynir zu und fragte ihn, warum dieser Mann etwas über die Mutter der Nacht wissen sollte. Er ist ein dunkler Bruder, zischte Pelaren Asi. Das ist so klar wie die Monde. Ihr dürft noch nicht einmal darüber scherzen, mit ihm über sie zu sprechen. Wir gingen zu anderen Diskussionen über die Morakton und die Bruderschaft über, doch ich habe niemals das Bild des einsamen Mannes vergessen, der auf nichts und alles blickte, in der Ecke des dreckigen Raums mit den Schwaden des Geoberrauchs, die wie Geister um ihn herum waberten. Als ich ihn Wochen später erneut auf den Straßen von Sentinel sah, folgte ich ihm. Ja, ich folgte ihm. Der Leser mag sich zu Recht fragen, warum und wie. Ich nehme es euch nicht übel. Das Wie beruhte einfach darauf, dass ich die Stadt kenne wie meine Westentasche. Ich bin kein Dieb, nicht besonders sicher auf den Füßen oder lautlos, aber ich kenne die Gassen und Straßen von Sentinel ganz genau, aus Jahrzehnten des Herumspazierens. Ich weiß, welche Brücken knarren, welche Gebäude lange unregelmäßige Schatten werfen. Ich kenne die Abstände, in denen die einheimischen Vögel ihre klagenden Abendlieder beginnen. Ich hielt mit relativer Leichtigkeit Schritt mit dem dunklen Bruder und das ohne, dass er mich sah oder hörte. Die Frage nach dem Warum ist sogar noch einfacher zu beantworten. Ich besitze die natürliche Neugier des geborenen Schriftstellers. Wenn ich ein seltsames neues Geschöpf sehe, muss ich es beobachten. Das ist der Fluch des Schriftstellers. Ich folgte dem verhüllten Mann tiefer in die Stadt hinein, eine Gasse hinunter, die so schmal war, dass sie kaum mehr als einen Spalt zwischen zwei Wohnblöcken darstellte, wo vorüber an einem schiefen Zaum und plötzlich wie durch ein Wunder befand ich mich an einem Ort, den ich noch nie zuvor gesehen hatte. Auf einem kleinen Friedhof mit einem Dutzend alter, halb verfallener hölzerner Grabmäler. Keines der benachbarten Gebäude hatte Fenster, die ihn überschauten, sodass niemand wusste, dass diese kleine Totenstadt existierte. Niemand bis auf die sechs Männer und eine Frau, die darin standen. Und mich. Die Frau entdeckte mich sofort und winkte mir, näher zu kommen. Ich hätte fortlaufen können, aber nein, ich hätte es nicht gekonnt. Ich hatte ein Geheimnis gelüftet, direkt in meiner Wahlheimat Sentinel, und ich konnte nicht davon ablassen. Sie kannte meinen Namen und sprach ihn mit lieblichen Lächeln aus. Die Mutter der Nacht war eine kleine alte Dame mit flauschigem weißen Haar, Wangen wie runzlige Äpfelchen, auf denen immer noch ein Hauch der Jugend lag, freundlichen Augen, so blau wie die Iliakbucht. Sanft nahm sie meinen Arm, als wir uns zwischen die Gräber setzten und über Mord diskutierten. Sie war nicht ständig in Hammerfell, nicht immer verfügbar für direkte Aufträge, doch es schien, sie genoss es tatsächlich, mit ihren Kunden zu plaudern. Ich bin nicht hier, um die Dienste der Bruderschaft in Anspruch zu nehmen, sagte ich respektvoll. Aus welchem Grund seid ihr dann hier? Fragte die Mutter der Nacht, wobei sie ihren Blick niemals von mir abwendete. Ich sagte ihr, dass ich mehr über sie erfahren wollte. Ich erwartete keine Antwort darauf, doch sie redete mit mir. Ich habe nichts gegen die Geschichten, die ihr Schriftsteller euch über mich einfallen lasst, sagte sie und lachte glucksend. Manche davon sind sehr amüsant und andere sind gut fürs Geschäft. Mir gefällt besonders die verführerische dunkle Dame, die sich in Karlovac Townways Geschichten auf einem Divan räkelt. Die Wahrheit ist, meine Geschichte würde keine besonders dramatische Erzählung hergeben. Ich war eine Diebin vor langer, langer Zeit, damals, als die Diebesgilde noch in den Kinderschuhen steckte. Es ist so umständlich, bei einem Einbruch heimlich durchs Haus zu schleichen, und viele von uns fanden es daher höchst effektiv, den Bewohner des Hauses zu erwürgen. Nur aus Gründen der Bequemlichkeit. Ich schlug der Gilde vor, einen Teil unseres Ordens den Künsten und Wissenschaften des Mordens zu widmen. Mir erschien die Idee gar nicht so heikel, fuhr die Mutter der Nacht mit einem Achselzucken vor. Wir hatten Experten in Fassadenkletterei, Taschendiebstahl, Schlösserknacken, Hehlerei, all den anderen wichtigen Aspekten des Jobs, doch die Gilde glaubte, dass eine Ermutigung zum Mord schlecht fürs Geschäft wäre. Zu viel, so argumentierten sie. Vielleicht hatten sie recht, setzte die alte Frau hinzu. Doch ich hatte entdeckt, dass man vom plötzlichen Tod ebenso Gewinn erzielen kann. Nicht nur kann man den Toten ausrauben, sondern wenn euer Opfer Feinde hat, wie das bei reichen Leuten häufig der Fall ist, kann man sich sogar noch mehr dafür bezahlen lassen.
Ich begann, Leute anders umzubringen, als ich dies entdeckte. Nachdem ich sie erwürgt hatte, legte ich zwei Steine auf ihre Augen, einen schwarzen und einen weißen. »Warum?«, fragte ich. »Das war sozusagen meine Visitenkarte. Ihr seid Schriftsteller. Wollt ihr nicht euren Namen auf euren Büchern sehen?« Ich konnte meinen Namen nicht benutzen, doch ich wollte, dass mögliche Kunden von mir und meiner Arbeit wussten. Jetzt habe ich damit aufgehört. Es ist nicht mehr nötig, aber damals war es mein Markenzeichen. Die Botschaft verbreitete sich und bald hatte ich ein ziemlich erfolgreiches Geschäft. »Und daraus wurden die Morgtong?«, fragte ich. »Oh, du meine Güte, nein«, lächelte die Mutter der Nacht. »Die Morgtong gab es schon lange vor meiner Zeit. Ich weiß, dass ich alt bin, doch so alt bin ich auch wieder nicht. Ich habe nur einige ihrer Meuchelmörder angeheuert, als sie nach dem Mord am letzten Potentaten begannen, auseinanderzufallen. Sie wollten nicht mehr zu den Tong gehören, und da ich das einzige andere nennenswerte Mordsyndikat darstellte, haben sie sich mir angeschlossen.« Ich formulierte meine nächste Frage sorgfältig. »Werdet ihr mich jetzt umbringen, nachdem ihr mir all dies erzählt habt?« Sie nickte traurig, und ihr entfuhr ein kleiner, großer, mütterlicher Seufzer. »Ihr seid ein so netter, höflicher junger Mann, dass ich unsere Bekanntschaft nur ungern beenden würde. Würdet ihr mir vielleicht ein oder zwei Zugeständnisse machen, falls ich euch am Leben lasse?« Zu meiner ewigen Schande stimmte ich zu. Ich erklärte, ich würde nichts über unser Treffen sagen, was, wie der Leser sehen kann, ein Versprechen war, das ich Jahre später schließlich brechen würde. Warum habe ich mein Leben so in Gefahr gebracht? Wegen der Versprechen, die ich gehalten habe. Ich habe der Mutter der Nacht und der dunklen Bruderschaft bei Taten geholfen, die zu verabscheuenswürdig, zu blutig waren, als dass ich sie zu Papier bringen könnte. Meine Hand zittert, wenn ich an die Leute denke, die ich verraten habe, beginnend mit jener Nacht. Ich versuchte, meine Gedichte zu schreiben, doch die Tinte schien sich in Blut zu verwandeln. Schließlich floh ich, änderte meinen Namen und reiste in ein Land, in dem ich niemand kennen würde. Und ich schrieb dies. Die wahre Geschichte der Mutter der Nacht, nach dem Interview, das sie mir in der Nacht gab, in der wir uns begegneten. Es wird das Letzte sein, was ich je schreibe, das weiß ich, und jedes Wort ist wahr. Betet für mich. Anmerkung des Herausgebers: Obwohl das Buch ursprünglich anonym veröffentlicht wurde, bestanden über die Identität des Autors niemals echte Zweifel. Jeder Laie, der mit dem Werk des Dichters Enric Milnes vertraut ist, wird in der heiligen Zeugin die vertraute Kadenz und den Stil solcher seiner Werke wie die Allegre wiedererkennen. Kurz nach der Veröffentlichung wurde Milnes umgebracht. Sein Mörder wurde niemals gefasst. Man hat ihn erwürgt und zwei Steine, einen schwarzen und einen weißen, gewaltsam in seine Augenhöhlen gedrückt. Sehr, sehr brutal. Spannende Geschichte. Schön geschrieben. War schon gut, oder? Ich finde, es gibt einige Bücher, die wirklich extrem gut geschrieben sind. Auch ich einfach. Bin sehr mein Lieblingskunde. Was auch einfach da denn? Großen Spaß machen zu lesen. Das ist definitiv eine davon. Da bin ich. So, Freunde. Next one. Wir haben eben noch diesen. Genau, vier. Und man kann es nachvollziehen, zufolge Beweise, nach denen einige Alleinstellungen von den Ruinen zu finden sind. Moranda, Makementain, Venjandavik, Ninendava und Fanakas. Moranda war hier irgendwo, oder? Ah, warte, da ist Fanakasekul. Habe ich den jetzt nicht aktiv gemacht? Ach so, Fanakas. Ninendava. Das ist eine. Ja. Genau, das ist eine. Nenalata war, glaube ich, eine andere Quest. Da ist Moranda, genau. Es müssten noch drei sein, oder? Venjandavik, Makamentain, Malada, ja, und wo ist die? Bist du?
Fanakas fehlt noch. Ah, die ist hier. Für jede weitere, die ich finde, gut zu zahlen. Ich sollte noch mehr von ihnen in den Aleiden-Ruinen suchen und sie... Also wir haben ihm eine Statue gebracht. Dann haben wir wahrscheinlich schon eine Statue durch... Dann sind... Ja, okay. Okay. Dann würde ich... wundert euch nicht, gell, wenn ihr Staubsaugergeräusche hört. Meine Mitbewohnerin saugt gerade. Dann würde ich nach Braville reisen. Und würde mich dort der nächsten Aileiden-Ruine widmen. Die ist auch sehr nah. Venjan Davik. Ich weiß nicht, ob die nächsten beiden Dungeons, die ich mache, questrelevant sein werden dafür. Das weiß ich jetzt noch nicht, aber auf jeden Fall mal eine. Und ich will das eigentlich recht schnell angehen. Wisst ihr? Wie viel Uhr ist es denn? 7 Uhr morgens. Ja? Ja? Der ist... Ich wünschte, ich könnte das... Also ich will mir damit nicht zu viel Zeit lassen, sondern maximal würde ich... Bitte. Würde ich eine Pause dazwischen machen. Oh, bitte. Gut, ihr macht mir keine Angst. Was? Nicht das Rad. Auch ihr. Ich würde mir gerne noch einen Zauber kaufen, Freunde. Wisst ihr, ich sag... Geht nur. Bitte, ihr sollt... Diese Runde geht an euch. Wo? Bitte, da werde ich... gar nicht... Wohl kaum. Das ist... Wohl kaum. Schleimen wir uns ein bisschen bei den Wachen im Braville ein? Wohl, das ist nicht. Lebt wohl. Hat er schon auf? Er hat noch nicht. Ich glaube, er hat auch nur noch einen Zauber für uns. Schützen und dienen. Das. Wir werden sehen. Schützen und dienen. Ich glaube euch nicht. Bitte nicht. Es tut ihr. Das ist ziemlich gut. Ich... Ja, ich verstehe. Ich... Nicht, das reicht. Lebt wohl. Geil. Ja, mittlerweile, wie gesagt, mittlerweile ist für mich jede Fertigkeit, die wir verbessern, ein weiterer Erfolg. Ein weiterer nicer Erfolg. Zur Perfektion unseres Charakters. Auch wenn ich bezweifle, dass wir die jemals erreichen werden, aber ich werde mein Bestes dafür tun. So, immer noch nicht offen. Woher weiß Itarienus so viel über die... Ihr habt die Hände eines Heilers. Held von Quat? Für euch? Selbst. Es ist meine Aufgabe, die Menschen in Braville zu kennen und zu lieben. Als ob sie meine eigenen Kinder wären. Falls ihr jemals Kinder hattet, wisst ihr, was für eine Herausforderung das ist. Die kenne ich nicht. Man sagt, ein Dieb habe... Die kenne ich nicht, aber sie mag uns enorm gern. Ich hoffe, ich kann behilflich sein. Also sie hat richtige... Sicherlich. Drug Eyes. Die nimmt auch Skooma, 100 Pro. Lebt wohl. Also wenn die keinen Skooma zu sich nimmt, dann weiß ich es nicht. Nicht schön. Also, ja. So, ich meine, dem Nazi-Gelaber von Alessia Ottos muss man jetzt auch nicht unbedingt folgen, aber schön ist die Stadt sicher nicht. Ich kann mir auch vorstellen, dass es hier irgendwie ein bisschen mieft. So. Einfach, weil das alte Holz auch schon so abgestanden ist. Kann ich euch helfen? Wir werden sehen. Ihr macht mir kein... Gut, jetzt ist es ab... Das ist bemerkenswert. Ihr macht mir gar... Meine Güte, was soll ich dazu... Gar nichts. Bitte, in Ort... Sag gar nichts. Lebt wohl.
8 Uhr, Freunde. Boah. Ich schau mal, ob in der Magier-Gilde schon. Wobei, die Magier, die schlafen auch immer ewig. Die lassen sich mit dem Arbeiten auch immer Zeit. Morgen. Schönen Tag. Ja, euch auch. Du verkaufst nichts. Schönen Tag. Durch die Rückkehr. Ja. Ich hoffe, wir treffen uns einmal wieder. Ich auch. Eines Tages werde ich mich der Magier-Gilde zuwenden, aber momentan, einen Wund. Habe ich andere Verpflichtungen zu leisten, erfüllen, wie auch immer. Geht doch. Moin, mein Lieber. Ich hoffe, ich. Seht euch nur um. Gib mir die Flammenberührung. Auf wie? 2 hat er noch. Warum hat er 2? Ich war mir sicher, dass wir den schon so gut wie aufgekauft hatten. EFG hier, Flammenberührung. 25 Punkte. Wiedersehen. Also es gibt schlechtere Zauber. Er ist nicht besonders gut, definitiv nicht. Aber ich glaube sowieso, dass du die stärksten Zauber nur in der geheimen Universität bekommst. Mitleid. Ich glaube, die findest du nicht so bei, speziell nicht bei so einem Händler, der, glaube ich, selber auch nur, der macht ja das eher zum Hobby. So, wir wollen hierhin nach Venjan Davik. Weil das Ding ist, es gibt noch ein Dungeon im Dunklen Forst. Sobald ich den durch habe, muss ich auch unbedingt ein weiteres Gebiet quasi abchecken bezüglich Quest- und nicht-Quest-relevanter Dungeons. Das kommt dann noch dazu. Ich dachte aber auch, dass wir mit dem Sammler schon so ein bisschen weiter sind. Aber ist nicht schlimm. Ich meine, ich will jetzt auch nicht auf Gewalt durchhetzen, Freunde. Ich will, dass wir alles erkunden, unseren Spaß haben. Ulkigerweise hat die Tatsache, dass wir doch jetzt 31 Tore geschlossen haben, hat es für mich den Fortschritt enorm beschleunigt. Also in meinem Kopf sind wir so unglaublich viel weiter, als ich am Anfang dachte. Da vorne ist übrigens die Ruine. Ich sehe den Eileidenbrunnen, okay. Da sind wir. Arbeitsklamotten, mein Lieber. Okay. Keine Wächter. Sie muss dann auch so ein bisschen abgleichen. Wir haben ja dann schon so ein paar Orte gefunden. Die muss ich dann aufschreiben und durchstreichen und so weiter. Also das sind so Dinge, die ich dann einfach erledigen muss. So. Okay. Ja. Gut. Keine Wächter. Spannend. Dann betreten wir Venjan Davik. Auf der Suche nach einer weiteren Eileiden-Statue für unseren Freund und Sammler Umbakano. Vermutlich Untote, oder? Gehe ich jetzt mal schwer davon aus. Ich muss gestehen, dass was mich am meisten hypt in dem Spiel sind so Aufträge wie das mit dem Schattenbannwein oder eben das mit dem Sammler. Gut, der Sammler sagt uns, wo wir suchen müssen, der sagt uns die Orte, aber auch das mit dem Schattenwein. Dadurch werde ich so bei Laune gehalten, Dungeons und so zu durchsuchen, wobei ich glaube, dass diese Schattenbannwein-Dinger nur in Festungen zu finden sind. Aber ich bin mir da auch nicht ganz sicher. So, bisher noch keine Gegner. Ja, ich höre einen Geist. Ja. Ja.
Also, die Eileiden-Ruinen bleiben sich selbst treu. Ich höre schon wieder, was Komisches hier ist. Hier geht's zu den äußeren Hallen, okay. Viele Weltkühnsteine, sehr viele. Spannend ist, dass sie auf die äußeren Gebiete niemanden gestellt haben. Sie haben einfach nur... auch äußere Hallen, ja. Die sind verbunden. Da kommen wir dann vermutlich wieder raus. Sie haben nur ins Zentrum. Irgendwas schützen sie da in der Mitte. Aber es ist sicher noch nicht die Eileiden-Statue. Das glaube ich nicht. Oh, crazy. Okay, es gibt drei Wege zu den äußeren Hallen. Alles klar. Ich würde mich jetzt da einfach mal volle Lotte reinwuchten, oder? Was sagt ihr, Freunde? Ready? Ich schon. Stark ausgewichen. Gleich mal den Champion unter Druck gesetzt. Okay, wir haben. Wir haben wirklich in ein Wespennest gestochen. Gut. Erster Erfolg. Erste Kreatur ist down. Boah, das sah geil aus. Alter, wenn wir brennen und dann zuhauen, das ist mega nice. Ja, und irgendwo ist ja auch noch dieser Licht, dieser Unterlicht müsste es sein. Nummer 2 down. Ja, der ist beschworen auch. Nummer 3 down. Was ist das? Fehlt noch der Unterlicht. Der. Ah, hier. Habe ich den gerade entwaffnet? Ich glaube, ich habe ihn gerade entwaffnet. Ich weiß nicht wie, aber ich habe es gemacht. Ich hab den Unterlicht entwaffnet, der kann jetzt natürlich gar nichts mehr machen. Wie geil. So, ich lasse mal kurz unseren Dremora-Freund sich darum kümmern. Wir haben die Halle im Prinzip eingenommen. Ich glaube, da wird uns niemand mehr ins Getriebe kacken. Er wird vermutlich ein bisschen angenervt sein, weil ich ihm nicht helfe, aber ja, da muss er halt auch mal durch, ne? So, hier ist nichts. Eileidende Ruinen sind einfach immer geil. Die machen einfach immer Spaß. Viel besser. Stark. Stark, mein Freund. Okay, so. Ich glaube, es gibt nur noch eine weitere Ebene. Jetzt lasst mich mal kurz hier links gucken. Da kann man den Hebel drücken. Und lass mich raten, was der öffnet. Okay. Das heißt, wir haben zwei Eingänge in die äußeren Hallen.
Wie die miteinander verwoben sind, können wir nicht sagen. Ich gehe mal kurz da rein, gehe wieder. Na, wobei. Schauen wir mal, wie weit wir von hier aus kommen. Zombie besiegen, bevor die... Er rennt wieder vor uns. Wie immer. Oh, Junge, du bist aber auch wirklich ein Rindvieh. Also wirklich ein Rindvieh vom anderen Stern. Also da brauchst du dich auch manchmal echt nicht wundern. Kämpft noch gut. Grün und Wald. Oh! Rinds und Kraft. Er kämpft noch gut, der Skelett-Champion. Mag ich. So. Ich schätze mal, irgendwo hier versteckt sich unsere kleine, aber feine Eileiden-Statue. Die müssen wir natürlich retten. Die müssen wir natürlich retten. Vermutlich werden wir sie von Umbakano dann wieder klauen. Mal sehen. Tollkirschen. Irgendwas. Okay, das hat jemandem gar nicht gepasst. Da ist jemand gar nicht amused, dass wir seine Tollkirsche geklaut haben. Da ist er. Zwei Gespenster. Das ist ein düster Gespenst, oder? Mal mitten im Zauber. Ja, ist ganz Eisschaden. Ja, es ist kein Eisschaden gewesen, mein Lieber. Okay, jetzt kommen beide. Oh, ihr seid beides düster Gespenster. Das war mir erst gar nicht so bewusst. Scheiße, warte, raus aus dem Zauber. Nehmt dies. Diese Düstergespenster, die sind nicht, die machen nicht viel Damage, aber sie kämpfen gut. Beide leben noch, gell? Beide leben noch. Jetzt ist der erste down. Er hatte, glaube ich, kein Schwert. Ja, aber die Orte, wo er uns hinschickt, ne, die lohnen sich schon auch für uns. So ist es nicht. Scheiße. Gut, Freunde. Ich würde mich für heute verabschieden. Wir sehen uns morgen wieder zu der Discord für Oblivion. Ich freue mich da sehr drauf. Haut rein, euer Odin Let's Play. Ciao, ciao.